Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, aber ich war ja neulich mal chinesisch essen und da habe ich da dieses Huhn bestellt mit 8 Kostbarkeiten. Ganz lecker. Ich habe es dann einfach mal durchgezählt und bin da halt eben nur auf 7 Kostbarkeiten gekommen. Aber ich habe mir auch gedacht, ach, das ist doch egal. Ach klar, das war mir sowas von egal. Ich habe gedacht, 7 oder 8, das ist doch egal. Ich habe da so gesessen und dachte so, ach, das ist mir aber sowas von egal. Ich wollte schon so eine Polonaise durch den Raum starten. Ach, ist doch egal, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Nee, da war mir sowas von egal. Okay. Ich hab gedacht, der Chinese hat wahrscheinlich gedacht, so ungefähr 8. So circa 8. Aber das Wort circa gibt es ja nicht im Chinesischen. Quasi. Das ist Chinesisch. Naja, da war mir sowas von egal. 7 oder 8, ich glaube, es geht los. Nee, ach wirklich. Ach, ich habe gedacht, so vielleicht hat der Chinese auch gar keine 8. Er hat ja auch kein R. Doch, vielleicht zählt der Chinese irgendwie 5, 6, 7, 9, 10, 11. Das wissen wir doch gar nicht. Das ist eine ganz andere Kultur, der Chinese. Da stecken wir doch überhaupt nicht drin im Chinesen. Passt auch nicht so viel rein, aber... Nee, das war mir sowas von egal. Wirklich. Oh, gedacht, vielleicht ist es auch so, mir war es egal, aber... Dachte ich so, vielleicht ist es beim Chinesen auch so, dass es gar keine 8 sein dürfen. Also, dass das heißt, alles außer 8. Ja, sagt man ja auch so, etwas außer 8 lassen. Genau, daher kommt das. Das ist so ein chinesisches Sprichwort. Außer 8 lassen. Ja, genau. Ach nee, das war mir sowas von egal. Wirklich, ich habe auch gedacht, ich lasse mich doch vom Chinesen hier nicht verhohne, People. Der Chinese sitzt wahrscheinlich hinter der Ecke und lacht sich ins Fäustchen. So, hi-hi-hi-hi. Ja, der Chinese lacht ja hi-hi-hi. Wir lachen ja ha-ha-ha. Die meisten auf jeden Fall. Hi-hi-hi. Ist ja auch sowas. Ja, muss er selber wissen. Nee, ich habe auch gedacht, der Chinese, wirklich, also, das ist wirklich, also, der unterscheidet ja auch nicht zwischen süß und sauer. Das ist ihm auch egal. Das ist für den süß-sauer. Kann ja gleich zu McDonald's gehen. Yam-Yam-Wochen. Samurai-Burger. Mit Harakiri-Soße. Auf Ninja-Teller. Glaube, schneit. Ach, da war mir sowas von egal. 7 oder 8. Zählt doch keiner nach. Ach, wirklich. Ich habe auch gedacht, vielleicht, ich hätte auch eine Peking-Ente nehmen können. Ja, obwohl, die kommt auch nicht aus Peking. Die kommt aus Polen. Ach, ich habe auch gedacht, vielleicht ist es auch, dachte ich so, ne? Mir war es egal, aber ich dachte so, vielleicht ist es ja auch so, dass es so ein chinesischer Freudenausrufer ist. Ne, dass der Chinese irgendwie sagt so, ach, Kostbarkeiten. Das, ja. Nee, das war mir sowas von egal. Wirklich, ich habe auch gedacht, vielleicht... Dachte ich nur so, vielleicht ist es auch so als Begrifflichkeit gemeint vom Chinesen. Ne, so wie After 8. Da sind jetzt auch nicht unbedingt 8 drin.
oder Aftershave. Hat jetzt auch nicht unbedingt was mit After zu tun. Obwohl. Ja, muss jeder selber wissen, wo er sich dann hinschmiert. Ich sage immer, Hauptsache schmeckt. Und da muss ich sagen, wirklich ganz lecker, auch mit 7 Kostbarkeiten, für mich überhaupt kein Problem. Ich habe da so gesessen, dachte so, selber. Fit, fit, fit. Na, 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 na. Nee, da war mir wirklich sowas von egal. Ja, klar. Ich habe die Bedienung dann einfach mal drauf angesprochen. Hab gesagt, so, nicht, da haben Sie jetzt hier einfach mal nur 7 statt 8 Kostbarkeiten da drauf getan. Ach, das ist doch egal. Obwohl, so ganz korrekt ist es natürlich nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel vom Ordnungsamt wäre, da müsste ich Ihren Laden jetzt leider dicht machen. Ich sage, es sei denn, Ihre 8. Kostbarkeit wäre jetzt vielleicht für westliche Augen irgendwie unsichtbar. Quasi aus 1001 Nacht. Da sagt sie, ja, ihr wären leider die Zwiebeln ausgegangen. Da habe ich gesagt, ach, das ist doch egal. Ich sag doch auch nur, wenn ich vom Ordnungsamt wäre. Obwohl, vielleicht bin ich ja wirklich vom Ordnungsamt. Ja, habe ich ihr mal kurz meinen Ausweis gezeigt. Einfach so die Hand hochgehalten. Gesagt, ja, der ist übrigens auch unsichtbar. Wie ihre 8. Kostbarkeit. Da sagt sie, ja, ich könnte mir jetzt einen Nachtisch kostenlos aussuchen. Da habe ich gesagt, ja gut, aber nur einen Nachtisch ist jetzt auch ein bisschen wenig. Da hat sie gesagt, ja gut, dann noch einen Pflaumenschnaps. Da habe ich gesagt, oh, den gibt's doch sowieso immer umsonst. Ja, wir haben uns dann auf eine Flasche Moët et Chandon geeinigt. Er fragt sie, ob ich denn jetzt zufrieden wäre. Da habe ich gesagt, ja, was heißt schon zufrieden? Ihre Goldfische da drüben gefallen mir übrigens auch sehr gut. Hat sie mir dann eingepackt. Da habe ich gesagt, und dieses chinesische Tischlämpchen, das könnte ich mir auch sehr gut in meinem Wohnmobil vorstellen. Da ist sie ganz blass geworden. Er hat gesagt, das könnte sie mir jetzt leider nicht abschrauben. Das wäre jetzt ein Andenken an ihren Urgroßvater in China. Ja, da habe ich ihr nochmal kurz meinen Ausweis gezeigt. Und hab's halt selber abgeschraubt. Von daher muss ich sagen, mit dem Chinesen komme ich an und für sich wunderbar klar. Nächste Woche wollte ich mal zum Inder. Nö, weil da habe ich so einen schönen Wandteppich gesehen.